Da ist Sif. Ich weiß gar nicht, braucht man irgendwas, um den zu befreien? Ich hoffe nicht. Oh shit. Oh crap. Die größeren machen natürlich auch mehr Schaden. Oh, dieser Lag, ey. Ist gerade etwas lächerlich. So. Bist du jetzt frei oder braucht man noch was dafür? Hallo? Sif? Ah. Ich hab dich befreit. Und damit ist er weg. Oder sie. Wir haben den Leuten ein Turmschild und eine neue Cutscene, wenn wir jetzt wieder zurückkehren. Und soll ich das tun oder soll ich euch auf die Folter spannen mit dem Boss hier in dieser Gegend? Weil ihr könnt euch vorstellen, diese Gegend, so geil wie die aussieht, so geil ist auch der Boss. Frage ist, soll ich euch den schon zeigen? Und Humanities können übrigens fallen, obwohl sie schweben. Ich weiß, da gibt's ein bisschen so Lala-Sinn nur, aber was soll's. So. Also ich kann euch den Boss wirklich nur zeigen, weil wir haben keine Chancen, ihn zu besiegen. Ich denke mal, selbst mit der Kristallhellebarde wäre der noch ziemlich zu schwer. Auf jeden Fall ist das hier ein gutes Gebiet, um Humanity zu farmen. So viel stimmt schon. Auch ein gutes Gebiet ist es, um Leben zu verlieren. Nun gut. Ich verstehe es gar nicht. Hier kann man doch gar nichts sehen. Warum ist diese Gegend so FPS-lastig? Das kann ich nicht nachvollziehen. Irgendwo hier kann man da runterspringen oder so, oder? Wie war das noch? Oder muss man einfach hier lang? Jetzt haben sie schon Angst vor mir. Seht ihr? Die Großen droppen manchmal Doppelmenschlichkeit. Oder sie fallen einfach runter. Schwarze Flamme. Ist, glaube ich, nicht so gut. Oder? War das der Spell oder ein anderer? Wenn es der war, den ich gerade im Kopf habe, dann ist er gut. Aber ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, da oben, wo das Leuchtfeuer ist, müssen wir hin. Aber wir gehen erstmal hier lang. Ich glaube, hier muss neu. Ich weiß es nicht. Wir werden einfach mal gucken müssen. Oh, oh. Aha. Du tatest weh. Genau, hier müssen wir hin. Wir müssen hier runter. Wir müssen aber bis zum Boss schaffen. Wäre das schon ein Anfang. Weiß ich immer, dass ich nicht total schlecht bin. Da unten ist das Nebeltor, ihr könnt schon sehen. Hier übrigens ist Humanity. Noch ein bisschen mehr Humanity. Und ein Item. Weiße Scholle. Ich glaube, das ist irgendein... Nee, ich glaube, das ist wirklich wörtlich gemeint, dass es eine weiße Scholle ist und nicht ein Zauber. Naja. So, die Gegner werden wir jetzt mal alle ignorieren. Das kann man nämlich einfach machen. So, und jetzt kommt eine der epischen Cutscenes des Spiels. Aufgepasst. Diese Hand kennt ihr. Sagt Hallo.
zu Manus. Vater des Abgrunds. Father of the Abyss. Der uns mal eben fast insta-killt. Seht ihr, wie viel Schaden wir ihm machen? Das ist unglaublich, also. Mal sehen, ob ich einen Rekord aufstellen kann, für wie lange ich bei ihm überlebe. Seht mal, wie viel Schaden wir machen. Also ihr seht, diesen Boss werden wir noch lange nicht bekämpfen. Noch sehr, 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 sehr lange. Im Grunde müssten wir ihn auch gar nicht bekämpfen, ist ja nur ein DLC-Boss. Aber natürlich machen wir es trotzdem. Was wir jetzt machen werden. So, Freunde, jetzt kommt der lustige Teil des ganzen Spiels. Nee, warte mal. Jetzt gehen wir wieder zur Gemeinde der Untoten. Typischer Helm, der Ritter von Katharina. Katharina! Und gehen wieder in den Wald. Aber ich glaube, diesmal benutze ich wieder meine Blitzsperre. Und gleich rüste ich dann, glaube ich, direkt wieder Kristallhellebarde aus, denn wir werden gleich einen Boss besiegen. Jaha. Jaha, Hadama. Hoffentlich beim ersten Versuch, aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich zeige euch diesmal mal den Hinweg. Warum auch nicht? Oh, da ist was gedroppt. Lila Moosklumpen. Lila Moosklumpen sind meine Lieblingsmoosklumpen. Ah, Moosklumpen. Tschüss. Was ist eigentlich für ein seltsamer Wald? Warum sind hier so Klippen so und dann so Abgründe mitten in einem Wald? Ich verstehe das nicht. Hast du dir so gedacht, ne? Ich nicht. So, das Tor davon haben wir ja schon aufgemacht. Ansonsten kämen wir nämlich nicht zum Boss. Rollen uns ein bisschen zum Bonfire. Regenerieren unsere Leben. Und auf geht's wieder in den Wald. So, die ganzen Gestalten von vorhin sollten jetzt tot sein. Oder auch nicht. Hey, das heißt immerhin, zum Bonfire zu gehen, war im Grunde total sinnlos. Und war gut, dass ich es nicht gemacht habe beim letzten Mal. Hey, sogar er lebt wieder. Shiva. From the East oder so hieß er doch. Ich frag mich, bis wohin die mir folgen. Eigentlich müssten sie bald die Verfolgung abbrechen. Also der Wald sieht dem Royal Wood aus Ulis hier wirklich ziemlich ähnlich. Ich glaube, es ist derselbe, nur halt in einer anderen Zeit. Ich habe mir vorher, habe ich mir immer so vorgestellt, dass Ulis hier eine ganz andere Gegend wäre. Aber das ist jetzt meine neue Theorie, dass Ulis hier einfach eine Stadt war, wohlgemerkt war, die jetzt allerdings vergangen ist. Und aus dem Grund können wir entweder die Ruinen nicht besuchen, in diesem Spiel einfach, oder sie wurden schon, oder es wurde halt was drüber gebaut, oder sie sind einfach halt, ne, schon längst kaputt. Ich meine, selbst in der alten Zeit da war es nur Ulesil. War es nur Ulesil? Waren es im Prinzip nur noch Schutt und Asche. War das gerade? Ich habe gerade was sehr Seltsames. Wartet mal kurz. Okay, alles ist gut. Ups. Bitte nicht die Maus benutzen. Die Kristallhellebarde. So. Dort vorne seht ihr schon eine Statue und ein Schwert, das euch bekannt vorkommen sollte. Keine Sorge, so groß wird unser Great Salvatorias nicht sein, aber es ist das Great Salvatorias. Nur halt das Richtige und nicht das, ne? Das wir uns besorgen werden.
Der Hornissenring. Der 1 FPS-Ring. Okay. Probleme oder so? Der Hornissenring. Verstärkt kritische Angriffe. Also wer ein Assassin oder so spielt, den benutzen. So. Jetzt ist echt blöd, wenn es lag. Sag mal, Game, was hast du eigentlich für Probleme? Was soll das? Ruinierst eine richtig geile Cutscene. Alter, ich könnte kotzen, ey. Dieses verfickte Kackspiel. Er erinnert sich an uns. Und der Sound ist komplett falsch, Asynchron. Wegen diesem Ruckler. Geile Scheiße. Naja. Er erinnert sich an uns. Doch trotzdem nimmt er das Schwert auf, denn er weiß, er hat keine Wahl. Für Artorias. Und das ist Sif. Gut, wenn es nicht so laggen würde, könnte ich den Boss auch schaffen. Aber wenn es weiterhin so laggt, stehen die Chancen schlecht. Ihr merkt übrigens, wie dieser Kampf vielleicht ähnliche Attacken, also wie Sif ähnliche Attacken hat wie Artorias. Es macht schon Sinn, wenn ihr euch überlegt, dass der Wolf halt der Wolf von Artorias ist. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt, oder? Das ist Artorias Wolf. Sozusagen Artorias bester Freund. Das hat keinen Sinn. Tut mir leid, ich kann diesen Boss nicht bekämpfen, wenn es so laggt. Es geht nicht. Kannst vergessen. Ich muss die Aufnahme ausmachen. Also wenn ich jetzt sterbe, deswegen muss ich die Aufnahme beenden. Weil ich kann überhaupt nichts sehen. Das ist ja lächerlich hier. Ich kann nicht ausweichen. Ne. Gut, das war Let's Play Dark Souls für jetzt. Ich kann leider nichts mehr machen, weil es ständig ruckelt. Daher geht's erst beim nächsten Mal weiter. Schade. Na gut, bis zum nächsten Mal.